Rein theoretisch könnte man jetzt seinen Kopf abdrehen, hier, und dann diese Schenkel essen hier. Die sind ziemlich kraftvoll und bestehen nur aus Muskel. Den lassen wir jetzt aber wieder frei. Ja, ich glaube auch. Wir entlasten den mal wieder in die Freiheit. Servus Leute und willkommen zu meiner ersten Folge von Survival Buddy. Heute zeige ich euch mal, wie man schon ein bisschen im Hintergrund sehen kann, was ich so in den letzten Monaten gemacht habe. Starten wir doch erstmal gleich bei dem ersten Hindernis, das ich hatte auf meiner Reise zu meinem Erbauten. Dieser kleine Bach, der manchmal im Winter zu einem riesigen Fluss mutiert, wo man echt Probleme hat, dann drin zu stehen oder durchzulaufen. Und hinter euch das ganze Gebiet ist dann Sumpf. Die Brücke war eins fast der schwierigsten Sachen, die ich gemacht habe, weil als ich sie gebaut habe, stand halt hier das Wasser so hoch und man hatte echt Probleme, dass man nicht immer klitschnass wird. Das sind zwei Streben und darüber habe ich dann Sachen geschmissen. Man sieht schon, es ist schon ziemlich locker, weil die Brücke ziemlich alt schon ist. Die ist schon so 3 Monate oder so alt. Aber sie hält und mehr braucht es nicht. Dann kommen wir jetzt zu der Hütte. Erstmal zu den Stegen. Die Stege habe ich gemacht, weil im Winter war es jetzt ziemlich rutschig die ganze Zeit mit Schnee und mit Wasser. Das war hier richtige Schlammparty. Deswegen habe ich hier diese Stege gemacht, dass man nicht wieder wegrutscht. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptding meines kleinen Camps sozusagen, dieser Hütte. Diese Hütte ist, wie man an diesem wunderschönen Morschen Pin sieht, richtig stabil gebaut. Und an dem hier, der fällt mir irgendwann auch noch weg. Nein, diese Hütte besteht aus mehreren Bäumen, die ich gefällt habe. Diese sind jeweils 2,20 Meter lang, ungefähr 2,21 Meter, kein Plan. So ist die Hütte auch 2,20 Meter breit. Ja, hier außen kann man sehen, damit es wasserdicht wird, habe ich eine 6x5 Meter große Gewebeplane aus dem Lieder für 30 Euro draufgehauen. An den Seiten auch nochmal Gewebeplane für jeweils, glaube ich, 15 Euro. Auch von Lieder. Die ist 2x2 Meter. Kommen wir dann zum Innenausbau meiner Hütte. Die Hütte ist eigentlich sehr schlicht gehalten. Es ist nicht so viel drin. Aber ein bisschen was ist drin. Zum Beispiel dieser Tisch hier. Das ist so das erste, was ich gebaut habe im Innenraum. Dieser Tisch ist ziemlich lia-wäckig, aber er hält. Muss halten. Passt. Hier lege ich immer so mein Werkzeug drauf. Zum Beispiel die Säge und die Axt habe ich heute dabei. Und dann Schnur. Mein Helm zum Beispiel. Oder auch eine Laterne, man weiß ja nie, wenn es mal dunkel wird. Da drüber habe ich Regale gemacht und ich bin auf die Idee dieser Regale gekommen, weil wir waren bei Bekannten und die haben ernsthaft ihr Waschbecken im Badezimmer mit Seilen aufgehangen. Also das ist nicht an die Wand gedübelt, sondern es hängt an Seilen. Deswegen bin ich so auf die Idee gekommen, direkt am Abend, da habe ich das noch gemacht eben. Da lege ich eigentlich sehr selten was drauf. Also vor allem hier, weil diese sind so dünn, habe ich manchmal zwischendurch Angst, dass sie brechen. Aber wenn man was drauflegen will, kann man was drauflegen, aber es ist halt unnötig. Hier ist jetzt die Kameratasche drauf, aber das passt. Genau, dann kommen wir direkt einfach zum Bett. Das war so das Schwierigste im Innenausbau, weil das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Hier, wie man sieht, sind 4 Pfosten in die Erde gemacht. Die Pfosten sind über die Hälfte eingebuddelt. Bei den Buddelversuchen, also ich habe es nicht versucht, ich habe es natürlich auch geschafft, habe ich beim letzten dieses Ding ausgebuddelt. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was das sein könnte. Das liegt einfach hier immer unter dem Ding, wo ich noch so Ersatzreste von Baumaterial habe. Genau, das Bett ist ziemlich stabil. Es wackelt gar nicht. Dieses Ding hier ist 2,40, glaube ich, lang oder so. Also dieser Balken. Hier habe ich jeweils immer Löcher reingesägt mit der Axt, also gesägt und dann mit der Axt ausgehobelt, dass das schön drauf liegt, dass es wirklich auch nicht wackelt oder so. Das habe ich hier auch bei den Pinnen immer gemacht. Zum Beispiel der ist jetzt locker. Hier habe ich dann auch immer das so gemacht. Die Pinne habe ich unterschiedlich festgemacht. Einmal mit Schnur, aber auch mit Holznägeln. Das heißt, Loch gebohrt, natürlich mit dem Handbohrer und einen Holznagel reingezimmert. Hier drüber ist Moos, damit es ein wenig gemütlich ist. Aber es ist jetzt nicht so krass gemütlich. Aber es geht, wie man sieht. Ach, vielleicht ist es auch. Ich bin 1,70, glaube ich.
Vielleicht ist es so auch 1,60 lang oder so, keine Ahnung. Es geht, wenn man Isomatte drauf legt, ist es wirklich perfekt eigentlich. Mit dem kleinen Kopfkissen da hinten. Und ja, dann kommen wir mal eben schnell zu einem weiteren Detail an meiner Hütte, an meinem Camp. Dieser kleinen süßen Bank. Ich hatte die Idee, einen Stuhl zu bauen, hat nicht geklappt, also habe ich gedacht, ich baue eine Bank. Hier, die Pinne sind wieder bis über die Hälfte eingebuddelt. Da habe ich zum Glück diesmal nichts ausgebuddelt. Diese Bank, das war mein erster Versuch und die ist bis heute so geblieben. Aber sie hält und man kann abends den wunderschönen Sonnenuntergang sehen. Gerade scheint die Sonne nicht, also relativ egal. Jo, dann geht's zu meinem kleinen Rastplatz sozusagen. Lagerfeuerplatz, hier war meine Feuerstelle. Die habe ich weggemacht, weil ich mache eh im Moment kein Feuer, weil es viel zu trocken ist. Aber ich habe mir so gedacht, dass man sich so mit Freunden und einer Gitarre hier hinsetzen kann, am Lagerfeuer ein Würstchen grillen und nette Musik hören. Genau, das war es jetzt erstmal von der Hütte. Und dann kommen wir zu diesem Baumstamm. Jeder fragt sich hier bei diesem Baumstamm, Digga, warum machst du den nicht weg? Das ist doch immer total scheiße, hier drüber zu steigen, sonst hättest du einfach einen Weg. Aber hier sieht man diesen Pin. Dieses Ding ist einfach so perfekt von der Natur gemacht, dass man einfach, wenn man irgendwelche Baumstämme hat, ich nehme jetzt einfach mal hier so einen kleinen, da hatte ich auch schon größeres drauf liegen, sieht man ja an der Hütte. Kann man das so drauflegen, hier draufstellen, dann rutscht es nicht weg. Das hier ist so eine kleine Barrikade, dann kann man viel besser einfach so sägen. Hier, wenn ich das hier hätte, sieht man, es wird einfach wegrutschen und ich hätte gar keinen richtigen Grip. Deswegen ist dieser Baumstamm noch da. Und ehrlich gesagt, er stört mich jetzt auch nicht so viel. Man kann einfach zum Beispiel das Messer einfach reinrammen und stecken lassen. Sieht geil aus, ne? Genau. Dann geht's weiter zu diesem Weg, was eigentlich gar kein Weg ist, weil, wie man da an dem Hang sieht, so sah das auch mal hier überall aus, was sich mit den Steinen auf sich hat. Hier hatte ich mal vor, mit dem Typen hinter der Kamera einen Weg zu pflastern, was nicht so gut geklappt hat, weil, wie man sieht, scheiß viel, ey. Wie man hier sieht, die Steine sind alle unterschiedlich, zum Beispiel dieser Stein viel zu dick, kann man nicht richtig mit pflastern, aber dieser Stein hier, na, der ist auch nicht so perfekt. Ich brauche mal einen perfekten Stein hier. Klein, aber fein. Aber dieser Stein hier ist halt so perfekt und davon hatte ich auch größere mal. Aber jeder Stein ist halt unterschiedlich. Und deswegen ist es richtig anstrengend hier zu pflastern, vor allem weil der Boden voller Wurzeln ist. Das ist halt Kacke. So, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Und dann kommen wir zu meinem kleinen zweiten Paradies, wie man hier schon sieht, das Baumhaus. Jetzt sind wir hier in meiner kleinen sogenannten zweiten Ecke meines Camps, die in den letzten 2 Monaten im Laufe der Zeit entstanden ist. Erstmal hier, wo ich schon drauf sitze, ist meine wundervolle Bank. Das stabilste eigentlich an Bänken, das ich jemals gebaut habe. Ich hatte mehrere Versuche, weil das Schwierigste an so einer Bank ist halt auch, dass ein Baum, den in der Mitte zu spalten, dafür braucht man mehrere Versuche. Es klappt nicht immer auf Anhieb. Aber nach einer Zeit geht's dann doch. Hier, genauso wie bei den anderen Sachen, die ich buddel, bis zur Hälfte eingebuddelt. Das ist so bei mir so ein kleiner Pflichtprozess langsam geworden, weil dann ist es auch wirklich stabil und hält. Auch die Lehne hier, die Pinne für die Lehne, auch zur Hälfte. Holznägel wieder verwendet und diesmal irgendein anderes Seil, was jetzt nicht so krass stabil ist wie dieses blaue. Aber es hält und hier muss ja auch kein Gewicht drauf, weil die Holznägel halten schon vieles. Die Lehne, wie man hier ein bisschen sieht, ist bis jetzt mit Stein fixiert, weil man macht mir die manchmal sogar hier kaputt. Sogar nicht nur manchmal, sondern sehr oft. Deswegen habe ich jetzt mit Stein fixiert und ist jetzt nicht so perfekt im Moment. Hier fehlt auch noch eine Stufe. Aber es geht. Was will man mehr? Hier in der Ecke liegt Dreck von mir. Dreck, also im Sinne von Verschnitt, den über die Monate in dieser Ecke alleine entstanden ist. Es ist jetzt nicht so viel. Bisschen was liegt auch im Fluss, wenn ich Aggressionen auslassen muss. Und hier habe ich auch zum Beispiel dieser Pin hier. Dieser Pin hier. Wenn man den hier sieht, den habe ich so als Abgrenzung benutzt. Ah, jetzt hier, komm. Dieser Pin hier, den habe ich als Abgrenzung benutzt. Daraus ist auch ein bisschen was von meinem Baumhaus entstanden, aber dieses Ende war mir halt viel zu krumm. Deswegen habe ich es weggelassen. Und als Abgrenzung für hinter euch die Wildnis benutzt. So, dann geht's zu dem Hauptteil dieser Ecke, dem Baumhaus. Das Baumhaus war eines der schwierigsten Sachen, die ich hier gemacht habe.
mit unterm anderen der Brücke. Zum Baumhaus führt eine Treppe. Die Treppe ist gemacht mit Pinnen. Ich hatte hier mal eine zweite Treppe, deswegen auch diese angespitzten Balken da in der Ecke. Hatte ich mal eine andere Treppe, zwei runde Dinger, aber die fand ich nicht so schön. Außerdem hat man die mir kaputt gemacht, deswegen habe ich jetzt die hier genommen. Hier sieht man, habe ich Pinne reingehämmert, Erde aufgeschüppt und hier dann dünne Tannenäste hintergesteckt, dass hier die Erde schön hält und mit Steinen ein bisschen verziert. War mal viel schöner und grüner, aber egal. Ja, genau. Dann geht's jetzt zum Baumhaus. Mal gucken, wie ich hier hochkomme. Aber erstmal, bevor ich hochkomme, erzähle ich noch was hierzu. Vorher, als ich diese Stützen noch nicht hatte, war die Hütte und hielt die Hütte nur mit Bändern. Da hat sich gerade ein Stein verabschiedet, aber das ist auch egal. So, jetzt probieren wir mal hier hochzukommen, ohne dass ich sterbe oder das Handy runterfallen lasse. Gut, das ist nicht mein Handy, deswegen vorteilhaft. Mein Handy wird eh nichts passieren, aber ich will ja nicht Handys von fremden Leuten zerstören. Schwierig mit einer Hand hochzukommen. Ja, hier bin ich. Servus, ich bin wieder da. Genau, hier oben angekommen. Ist es entspannt, schön und man kann so bis jetzt drei Leuten drauf. Geht, hält, alles gut. Hier an der Stelle, das ist die höchste Stelle, sind es 3 Meter. Bisschen über drei. Aber ist auch egal. Zum Binden hier, jeder Balken ist natürlich festgebunden. Wieder mal mit Schnüren. Wieder hier habe ich die blaue Schnur, also hier die blaue, genau. Diese holzfarbene Schnur verwendet. Und aber auch unter anderem hier diese blaue. Das ist die Schnur, die die Bauern zum Pressen ihrer Ballen benutzen, um die festzubinden. Die soll angeblich 2 Tonnen halten. Ich weiß es nicht, ich vertraue der sehr viel der Schnur. Andere Sachen halten nur mit der Schnur. Aber ja, er kostet so eine Rolle mit 200 Metern, eine Rolle 20 Euro. Deswegen billiger als Paracord, hält genauso viel, sieht halt nur scheiße aus. Aber egal. Genau, hier die Geländer. Das ist ein Alibi-Geländer, das hält niemals, wenn ich davor falle. Das Geländer, das hält. Vielleicht hält es auch nicht und ich sterbe jetzt und kipp rückwärts runter und breche mir das Genick. Ah, was lustig wäre für euch, aber nicht für mich. Genau. Hier setze ich mich manchmal drauf, chill mein Leben und gucke mir so die Umgebung an, weil hinter euch ist ein Baum mit einem Specht drin, ist ganz nett. Und wenn es regnet, habe ich mir natürlich auch was überlegt. Hier hängt ein Seil. Dieses Seil ist jetzt nicht krass stabil, aber hier ist auch ein Seil. Und dieses Seil ist mit da an dem Pin verbunden. Das ziehe ich dann hier rüber zu dem Baum, binde es daran fest und dann kommt er drüber. Also ich, zu Hause habe ich noch eine 2x2 Gewebeplane in grün liegen. Aber im Moment habe ich in meiner Hütte noch eine blaue Plane. Vielleicht habt ihr die gerade gesehen liegen. Die kommt dann da drüber. Weil ich jetzt nicht runtergehen will, springe ich mal eben. Das geht auch. Am Anfang, als ich das erste Mal gesprungen bin, hatte ich hinten noch nicht festgebunden. Und dann bin ich hier drauf getreten. Und dann hat es Quatsch gemacht und ich lag unten. Ja, schon traurig. Aber leichter als darunter wieder zu klettern mit dem Handy in der Hand. Genau, das war's von meinem Baumhaus. Dazu muss ich noch mal eben ganz schnell sagen. Alles ohne Leiter entstanden, hochgeklettert, festgebunden, ausgerastet, runtergefallen. Gehört dazu. Normal in meinem Leben. Komme ich jetzt einmal zu euch runter und betrete jetzt sozusagen die Wildnis, weil an diesem Pin hier beginnt die Wildnis. Nein, eigentlich nicht, aber trotzdem. Hier ab hier ist so die Ecke, wo ich jetzt nicht mehr so krass viel gearbeitet habe. Aber einfach mal mitkommen, denn dann seht ihr so ein kleines Highlight, was zum größeren Highlight werden hätte können, wenn ich mich getraut hätte, was ich nicht getan habe, weil es mir einfach dann doch zu riskant war, ohne Leiter da hochzuklettern. Hier sieht man jetzt diese beiden Bäume und da sieht man auch mal kurz vor sich, wie ich diesem Seil vertraue, weil das hängt alles nur an, also die Schaukel hängt nur an dem blauen Seil. Und ich hatte am Anfang vor, hier an diesem Baum auf der gleichen Höhe auch nochmal einen Balken zu machen, dann nochmal rüber zu ziehen. Ich hatte da auch schon einen Balken und saß da oben drauf, aber das festzubinden in dieser Höhe war mir dann doch zu riskant, weil wenn ich da runterfalle, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das gesund für meine Knochen ist. Ja, dann probieren wir die Schaukel mal eben aus. Gucken, ob ich das Handy in den Fluss fallen lasse. Müsste ich ein neues kaufen, aber ist eh nicht so teuer gewesen. Ja, das Geile hier an der Schaukel ist, man schaukelt so in den Abgrund hinein.
Das feiere ich ziemlich an dieser Schaukel. Und ja, ich vertraue eigentlich allen Sachen, die ich so mache. Auch wenn das so krass quietscht, das soll so. Das hört sich dann viel cooler an, wenn das so quietscht. Da kriegt man auch ein bisschen mehr Angst dabei. Ja, das ist eigentlich hier immer entspannt. Vor allem, wenn abends da im Hintergrund da die Sonne untergeht und dann hier man so schaukelt, dann fühlt man sich so immer richtig gut dabei. Genau, das Absteigen war diesmal richtig gut eigentlich. Auch wenn ich mich schon wieder fast auf die Schnauze gelegt habe. Wenn es nass ist, dann rutscht man immer richtig schön weg. Hier sieht man nicht nur einen Stumpf. Genau, schnell das Thema gewechselt. Hier sieht man nicht nur einen Stumpf, sondern da sieht man noch einen. Und wenn man sich umdreht, sieht man tausende weitere Stümpfe, wo mal Bäume dran hingen, die ich gefällt habe. Dazu muss ich sagen, viele von denen waren wirklich tot. Manche aber auch nicht. Ich brauchte natürlich auch Tarnmaterial, das jetzt eh kein Tarnmaterial mehr ist, sondern irgendein dürrer Stock, der im Walde steht. Manche habe ich auch, wenn man jetzt wieder hier in die Richtung geht, weil hier bin ich ja dann doch öfters ausgebuddelt oder abgesägt. Zum Beispiel, warte, ich muss mal eben gucken, ob ich einen finde. Hier sieht man einen. Hier sieht man einen, den ich so tief abgesägt habe, dass da nichts viel mehr zu sehen ist. Den habe ich auch so durchlöchert, damit der Wald ihn besser verarbeiten kann. Weil wenn dann so ein Baum schon steht, dass der verfault, dauert ziemlich lange. So geht es viel schneller. Hier, da sieht man auch schon ein bisschen was. Aber er wird wieder zugemacht, so dass man ihn nicht mehr sieht. Hier hinten sollte, glaube ich, auch noch einer. Genau, hier ist das gleiche nochmal in grün. Ja. Und das war es jetzt eigentlich von meiner ersten Folge. Ich habe euch so das gezeigt, was ich in den letzten 5 bis 6 oder 7 Monaten, kann ich das nicht mal so genau einschätzen, wie lange ich jetzt hier bin, gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch unterhalten. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei der nächsten Folge von Survival Buddy, wenn es wieder heißt. Ja, wie heißt es eigentlich? Ich muss mir noch ein Thema überlegen. Deswegen, ciao Leute!